Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und heute mit dem Orakel Bayern München gegen Arsenal London. Das Hinspiel ist ja 2-2 ausgegangen, also Bayern müsste nur gewinnen. 1-0, 2-0. Alles drin. Ein Duell der also ich tippe mal auf also 2-0 für die Bayern. Hoffe ich mal. Obwohl ja Arsenal richtig stark ist in der Liga. So, wir überspringen das mal und dann geht's los. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde wie immer könnt ihr eure Tipps in die Kommentare schreiben. Kommentieren. Heute haben wir eine hochinteressante Partie im Angebot. Bayern München gegen in dem Orakel von Leverkusen gegen Werder Bremen habe ich gesagt, dass Bremen Meister wird. Wusste ich gar nicht, dass ich das gesagt habe. Aber es ist wahrscheinlich keinem aufgefallen, außer Tobi Boy. Manuel Neuer, Joshua Kimmich spielt mit Alphonso Davies in der Abwehr. Thomas Müller steht Saka. Neben Leroy Sané auf dem Flügel. Die und der Saka. Stürmer ist Harry Kane. Und da haben wir die Startformation von Arsenal. Martin Ødegaard steht mit Declan Rice im Zentrum. Und Kai Havertz ist heute Musiala! So wünschen wir uns das. Frühes Tor. Jo, so kann es weitergehen. Hätte nicht gedacht, dass er reingeht. Musiala. Also Coman hat sich ja wieder verletzt am Wochenende. Gnabry ist ja auch verletzt. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann das Tor. Aus sehr schön gemacht. Distanz, starke Aktion. Ja. Kann man nichts sagen. So, Arsenal ist hinten. Schauen wir mal, wie sie jetzt auf diesen Gegentreffer reagieren. Komm, hol den. Ach. Ball im Aus, Einwurf für die Bayern. Nein, ich. Oh. Er steht richtig und stellt so den Passweg zu. Gut gemacht. Komm, du kriegst den noch. Jetzt Bukayo Saka. Oh, oh, oh. Havertz. Kein Tor. Havertz. Den würde ich gerne nochmal in der Bundesliga sehen. Havertz. Aber wo soll er hin? Ob er in Leverkusen nochmal. Matthijs de Ligt. Aber Leverkusen echt stark gespielt diese Saison. Schöne also kann man nichts sagen. Sie haben eilig, kein Wunder bei dem Spielstand. Der Ball ist bei Gabriel Martinelli. Pavlovic, jawohl. Bei den Bayern wissen wir immer noch nicht, was da. Trainer soll da ja angeblich jetzt Nagelsmann werden. Wir warten nur noch auf das Ja-Wort von Nagelsmann. Sicher gehalten. Ui. Das war dann auch keine Herausforderung. Nö, der war viel zu schwach und unpräzise, um irgendwelche Probleme zu machen. Nein, wieso? Die geben den Ballbesitz ab. Geh weg, geh weg. Gib mir den Ball. Ödegaard. Amen. Ödegaard hätte auch mal zu Bayern kommen sollen. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Aber ja, wurde ja nie gemacht, dass er kommt. Ödegaard. Flagge jetzt. Ball ist stattdessen ist er, glaube ich, nach Real Madrid gegangen. Müller am Ball. Komm, lauf doch. Da ist Kimmich. Was habe ich denn da für einen Pass gemacht? Abgefangen. Ach komm. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Da ist der Ball dann doch weg, da müssen sie mehr draus machen. Könnte gefährlich werden. Guter oh, oh. Das war huiuiui. Das war nicht gut. Ballverlust durch Jamal Musiala. Jakub Kivior. Ja, energischer Vorstoß. Nein. Druck und dann der Ballgewinn im Angriffsdrittel. Er geht dazwischen. Ach, die Luft, Alter. Ecke für Maschine. Vielleicht die Chance zum Ausgleich. Ich hoffe, dass die Luft bleibt. Ecke kommt in den 16er. Sie spielen erstmal raus. Und mit diesem Pausenpfiff ist der Mitchell Kim, ja, ist die erste Saison. Beendet. Weiter geht's hier mit Arsenal gegen Bayern. Wir jetzt mit Arsenal. Mit dem zweiten Spielabschnitt hier in dieser Partie. In der
Arsenal im Moment mit einem Tor in Rückstand ist. Keiner hier vorne oder was? Sie bauen geduldig auf. Man spürt, dieser knappe Rückstand muss noch nichts heißen. Gehalten, macht er gut. Eckball. Wechsel jetzt bei den Bayern. Eckball. Gibt eine Ecke für Arsenal. Ich weiß nicht. Muss auf jeden Fall weiter weg vom Tormann. Saka führt die Ecke aus. Wieso geht er dann trotzdem auf den Tormann? Den Ball hat der Keeper. Unfassbar. Sané. Goretzka ist es. Goretzka. Auf dem Flügel wäre Platz für Goretzka. Goretzka weiß ich auch noch nicht, was mit ihm passiert. Konrad Leimer. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Benjamin White. Saka. Havertz. Geht keiner mit. Wunderbar. Ødegaard spielt den Ball steil. Sieht nicht ungefähr aus. Ah! Der Ball geht an den Pfosten. Ach komm. Oh. Jetzt genau hinschauen. Er macht das Tor. Und damit sind sie nun mit 2 in vorne. Das habe ich kaum gesehen. Also arg schnell sind die Innenverteidiger von Arsenal nicht hier, oder? Wir sehen den Konter. Und auf jeden Fall, Mann. EAFC. Und da gibt es nichts mehr zu halten. Okay. Weiter geht's. Jetzt wäre natürlich Bayern sicher weiter. Saka. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Declan Rice. Die Chance jetzt. Das ist doch nicht wahr, oder? Nein, jetzt ist hier keiner. Komm. Hä? Die Gunners jetzt mit dem Einwurf. Wieso läuft der jetzt aus? Der wurde ja nicht mal bedrängt. Was Raui rein für Goretzka. Mhm. Was Raui soll ja verkauft werden, wie ich gelesen habe. Ich weiß nicht. Die kaufen Spieler und dann bringen sie nichts. Saka. Das Sakar kommt wieder. Sie haben Platz. Sie suchen Gabriel Martinelli. Dankbarer Ball für Neuer. Kein Problem. Ach komm. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Kai Havertz. Leco mio. Es gibt Freistoß. Hä? Die Bayern wechseln. Gar nicht gesehen, warum. Davies raus für Upamecano. Okay. Spielt er jetzt Linksverteidiger, Upa? Ja, leg dich da hin zum Schlafen. Boah, ich weiß nicht. Das wird eh nix. Geht in die Mauer. Gut platzierte Mauer, Ball abgeblockt. Oh. Gibt's nochmal Ecke? Ja. Ich muss den weiter weg. Ecke kommt rein. Das gibt's nicht. Erstmal geklärt. So, kein Tor in dieser Szene. Da können Sie sich. Das ist nicht wahr. Vor allem, wenn wir an die Parade da vorher denken, als er sein ganzes Können ausgepackt hat. Es ist nicht wahr. Na hopp, Ja, da ist Platz jetzt. Oh. Und das ist der Schlusspfiff. Der Sieg heute geht an die Bayern. Ja, hier geht's 2-0 aus im Spiel. Ich tippe auch an 2-0. Und mal gucken, wie es im Real Life hört. Ihr könnt ja auch mal eure Tipps in die Kommentare schreiben. Dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.